Wolf oder Hund? Ein Ehepaar aus Schwieberdingen hat dieses Video aufgenommen und das hat für einige Diskussionen gesorgt. Seit heute aber gibt es Sicherheit. Irrsinniges Verbot. Stuttgarts Narren akzeptieren zwar das Konfetti-Verbot am Schlossplatz, aber sie haben ein Alternativprogramm in der Tasche. Und geschichtsträchtige Orte. In Stuttgart begeben wir uns bei einer Stadtführung auf die Spuren der Roten Armee-Fraktion. Welche Orte dabei angesteuert werden, dazu gleich mehr. Und damit herzlich willkommen. Hier ist Ihr Journal bei RegioTV. Der Wolf ist zurück in der Region, das haben Experten nun bestätigt. Vergangenen Samstag hat ein Ehepaar aus Schwieberdingen dieses Tier in der Nähe von Korntal-Münchingen mit dem Handy gefilmt. Der Vierbeiner ist unweit der A81 aufgetaucht und dann in Richtung eines Wohngebiets verschwunden. Daraufhin rätselten selbst Experten, ob das nun ein Wolf oder ein sehr ähnlich aussehender Wolfshund ist. Nun aber gibt es die Bestätigung vom Umweltministerium, das Tier ist ein Wolf. Wo er sich allerdings im Moment aufhält, ist nicht bekannt. Dafür ist mir aber natürlich bekannt, wo unsere Kollegin Isabel Haspel den Nachmittag verbracht hat, auf dem Württemberg in Stuttgart an der Grabkapelle. Dort hat sie quasi Sturmtester für uns gespielt. Wir wollten testen, wie sich Sturmtief Friederike in Stuttgart anfühlt. Hier oben über den Dächern Stuttgarts trifft mich die volle Breitseite von Sturmtief Friederike. Er wird sogar das Halten eines Blattes zur Lebensaufgabe. Unmöglich. Bis zu 100 km/h erreicht hier der Sturm. Im Hochschwarzwald sind die Züge, oh Gott, ich kann mich kaum halten. Im Hochschwarzwald sind die Züge ausgefallen. Uns wird es hier in Stuttgart zum Glück nicht ganz so schlimm treffen, aber ganz ehrlich, mir reicht es schon. Ja, danke Isabel für diese Eindrücke und tatsächlich sind bislang auch glücklicherweise keine größeren Schäden oder Unfälle in der Region bekannt. Wie stürmisch sich dann die nächsten Tage zeigen, dazu später mehr bei uns im Wetter. Konfetti-Verbot beim Fasnitzumzug. Diese Schlagzeile hat viele Stuttgarter Narren am Montag doch ziemlich erzürnt. Okay, für den ganzen Umzug gilt das Verbot nicht nur für die Strecke über den Schlossplatz, aber dennoch, als Spaßbremse wird schnell das Finanzministerium ausgemacht. Das hat dieses Verbot ja auch immerhin veranlasst. Dafür gibt es nicht nur in den sozialen Medien viel Spott und Kritik, aber geändert hat das leider nichts. Thomas Klingenberg muss dieses Verbot nun umsetzen. Er ist Präsident der Gesellschaft Möbelwagen, die den Umzug veranstaltet. Und natürlich zeigt der gute Mann Verständnis für diese sinnvolle Auflage. Darum, wie vom Finanzministerium verlautet wurde, sie haben nicht die Mittel oder sie möchten das nicht aus Steuergeldern bezahlen, das Reinigen. Ich will natürlich nicht, dass das Land Baden-Württemberg in eine tiefe Haushaltskrise wegen uns fällt. Das wollen wir natürlich nicht, um Gottes Willen. Deshalb lassen wir es lieber sein. Nur, wer soll das kontrollieren? Extra ausgebildete Fastnetz-Gesetzeshüter oder etwa Spione des Finanzministeriums? Wir werden zu Beginn der konfettifreien Zone Schilder aufstellen, definitiv. Wir werden noch ein, zwei Ordner zusätzlich haben, die die Zuschauer und auch dazwischen drin auffordern, bitte hier kein Konfetti zu werfen und entsprechend auch die Umzugsteilnehmer, sodass einfach gewährleistet ist, dass hier nach Möglichkeit kein Konfetti fällt. Und von hier gilt das Verbot, genau vom Übergang von den grauen auf die roten Pflastersteine bis ans gegenüberliegende Ende. Freunde der bunten Schnipsel müssen jetzt aber keine Träne vergießen. Klingenberg hat ein ausgeklügeltes Alternativprogramm. Wir werden versuchen, das Konfetti an der Angel zu gestalten. Das heißt so, dass der Zuschauer hierher gehen kann und ein Konfetti werfen kann und das mit der Angel wieder zurückziehen kann. Und dann wird es ausreichend große Konfetti geben, zum selber ausschneiden, wenn es sein muss, die mindestens 10 cm Durchmesser haben, sodass sie auf gar keinen Fall in die Fugen des hier Pflasters fallen können. Und außerhalb der Verbotszone ist Konfetti werfen natürlich erlaubt und auch erwünscht. Mehr als zwei Jahrzehnte hat die Rote Armee-Fraktion, kurz RAF, Deutschland in Atem gehalten. 40 Jahre nach der Hochphase des Terrors wird im vergangenen November bekannt, der geschichtsträchtige RAF-Gerichtssaal in Stammheim wird abgerissen. Aber auch wenn der von der Bildfläche verschwindet, stoßen wir in Stuttgart doch immer noch auf viele ehemalige Schauplätze. Stammheim war Mord. Dieser Schriftzug wurde erst im Oktober letzten Jahres an das Gebäude der Musikhochschule in Stuttgart geschmiert. Ein Zeichen dafür, dass die Rote Armee-Fraktion auch heute noch polarisiert? Vor dem Denkmal im Schlossgarten treffe ich Stadtführerin Andrea Welz. Ich denke, da gibt es viele offene Fragen und vielleicht, das wäre gut, wenn die Geschichte, wenn die Zeit da mal mehr erfahren wird.
Mehr erfahren, das will auch ich über die RAF, eine linksextremistische Terrorgruppe, welche vor allem in den 70er Jahren Anschläge verübte. Die 60-Jährige führt mich heute an Orte, die Geschichte geschrieben haben. Das Kuriose? Ich bin die Erste, die Frau Welz auf diese Art durch Stuttgart führt. Seit 2 Jahren hat noch niemand zuvor ihre RAF-Stadtführung gebucht. Ich ärgere mich da nicht drüber. Manche wissen vielleicht selber genug. Und andere wollen es vielleicht nicht wissen. Im Osten der Stadt führt mich die Stuttgarterin zu einer Wohnung. Hier sollen einst Gudrun Enslin und Andreas Bader gewohnt haben. Was genau hinter den Mauern passiert ist, das können nur die Beteiligten erzählen. Und da sind schon viele tot. Heute deuten nur noch Abdrücke auf das damalige Klingelschild hin. Ganz anders hier. Diese Hauswand ziert heute noch das Schild der ehemaligen linken Druckerei Fantasia. Hier sind allerhand RAF-Plakate entstanden. Wie die Literaturwissenschaftlerin mir erzählt, hat ein 90-jähriger Anwohner vor ein paar Jahren aus dem Nähkästchen geplaudert. Damals hätte sich die Kripo bei ihm einquartiert im ersten Stock. Er wäre Bäcker, er wäre immer früh aufgestanden. Aber er hat gesagt, das waren nette Leute, die haben einem nichts da, hat er gesagt. Sie sind immer ein Haufen Kinder rumgesprungen. Andrea Welz war damals 18 Jahre alt, hatte frisch ihr Abitur gemacht. Die Angst vor neuen Angriffen lief immer mit. Heute will die 60-Jährige versuchen zu verstehen, was damals passiert ist. Was ihr ganz besonders auf der Zunge brennt, kann sie aber nicht in Worte fassen. 1972 soll hier am 19. Juni Siegfried Hausner festgenommen worden sein, mittags um 3. Warum ausgerechnet hier, kann ich Ihnen nicht sagen, nur so ist es Fakt. Nach ihm benannten sich 5 Jahre später die Entführer von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, Kommando Siegfried Hausner. Während unseres Rundgangs verrät mir die Stadtführerin, dass der Dornhaldenfriedhof für sie der authentischste Ort ist. Verstehen Sie, da ist einfach das Grab, da stehen die Namen und es steht nicht, wann sie geboren sind, sie steht auch nicht, was sie verbrochen haben, sie steht nur 18. Oktober 1977, an diesem Morgen sind sie tot aufgefunden worden. Ob sich die 3 RAF-Terroristen in ihren Zellen wirklich selbst umgebracht haben, das wird von manchen heute noch bezweifelt. Fakt ist, ihr Grab wird regelmäßig besucht, denn während unserer Dreharbeiten finden wir diesen Hocker vor. Da hat sich jemand den hingestellt, um hier vom Grab zu sitzen. Für Andrea Welz ein Beweis, dass das Grab auch 40 Jahre später immer noch die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja, und wenn Sie sich auch mal gemeinsam mit Andrea Welz auf Spurensuche begeben möchten, dann finden Sie alle Infos auf der eingeblendeten Website kunstundreisen.com. Und wir melden uns gleich wieder mit dem Sport. Dann wagen wir schon einen vorsichtigen Blick Richtung Sommer, Sonne und vor allem Strand. Wir treffen die deutschen Meisterinnen im Beachvolleyball. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wahrscheinlich haben viele, die heute aus dem Fenster geschaut haben, so richtig Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer bekommen. Und genau das ist der Arbeitsplatz von Chantal Laboureur und Julia Sude. Das Beachvolleyball-Duo hat 2017 die erfolgreichste Saison seiner Karriere gespielt. Das soll natürlich auch 2018 so werden. Und dafür geht's für die beiden am Sonntag ab ins Trainingslager nach Florida. Stuttgart ist ihre Homebase, zu Hause sind sie aber auf den Beachvolleyballfeldern auf der ganzen Welt. Da macht ein Meet and Greet auf der Urlaubsmesse CMT doch Sinn. Das Beachvolleyball-Duo Chantal Laboureur und Julia Sude pendelt im Moment zwischen Beachhalle und Kraftraum. Am Sonntag geht es aber wieder Richtung Sonne ins Trainingslager nach Fort Lauderdale. Die deutschen Meisterinnen wollen in diesem Jahr ihre grandiose letzte Saison bestätigen. Klar, ein Titel ist schwer zu toppen. Man sagt ja auch immer, es ist einfach, nach oben zu kommen in der Rangliste, noch schwieriger zu bleiben. Und das ist unser Ziel, dass wir auf jeden Fall unser Niveau halten können. Und wie sie das hohe Niveau halten wollen, wissen die Weltranglisten-Dritten ganz genau. Ja, natürlich mit viel Training, mit viel Spielen, Spaß haben an dem, was man tut. Und nie zufrieden sein, so wirklich. Oder was heißt nie zufrieden sein, aber halt immer noch ein Stück weiter gehen wollen. Ebenso wie was. Ja, wir hatten letztes Jahr ein paar Turniere, wo wir gerne noch einen Schritt weiter gegangen wären und das nehmen wir uns auf jeden Fall für dieses Jahr vor. Die Ziele sind klar, an der Form wird hart gearbeitet. Chantal Laboureur und Julia Sude wollen schließlich auch in dieser Saison noch viele Autogramme schreiben.
Und Lust auf noch mehr Sport? Dann bleiben Sie doch einfach bei uns. Wie immer, donnerstags gibt es auch heute wieder eine neue Ausgabe von Startblock 07, immer um 19:15. Heute geht es dabei unter anderem aufs Eis. Und das ist hoffentlich kein Omen fürs Wetter. Ich darf mich jedenfalls schon mal von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss, machen Sie es gut. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Orkan Friederike ist durch. Bei uns hat er ja eh nicht ganz so extrem gewütet wie im Norden Deutschlands, mal abgesehen von den Höchstlagen auf dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb. Jetzt kommt hinter dem Orkan recht kühle Luft zu uns. Das heißt, Freudenstadt beispielsweise Höchstwerte von gerade mal 2 Grad. Etwas milder ist es am Oberrhein. Da sind durchaus Richtung Mannheim-Karlsruhe bis zu 7 Grad drin. Und ein paar Schauer, die gibt es auch hier und da. Vor allem am Nordrand der Alpen und am Nordrand der Schwäbischen Alb, am Alb drauf. Da gibt es doch mal ein paar Schauer. Meistens dann sogar mit Graupel oder Schnee, wie in Göppingen. Ansonsten zwischendurch einige trockene Phasen und immer wieder auch etwas Sonnenschein bei Temperaturen um 5 Grad. Es wird dann langsam nach Schnee und Regen zur nächsten Woche auch deutlich milder.